Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, das ist unser Videoblog, der euch die großen und kleinen Meisterwerke dieses wunderschönen neuen Italienabschnittes näher bringen soll. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, vor allem auch für die kleinen Jungs. Wir bauen nämlich ein Westerndorf und zwar ein Filmset. Aber da kann euch Felix, der neben mir steht, viel, viel mehr zu sagen. Was hast du denn da vor? Genau, also die Idee ist eigentlich ein Westerndorf zu bauen, sage ich mal, wo wir einfach nur die Kulissen, die Fassaden haben. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und es ist meistens so, dass keine ganzen Häuser gebaut sind, sondern ja, Fassaden mit Filmsets, Lichtern, alles Mögliche. Das kommt hier an diese Stelle? Das kommt hier hin. Ehrlich gesagt ziemlich klein. Ob das da alles reinpasst, was du an Ideen hast? Ja, ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht. Also wie gesagt, es spielt sich ja alles eher dann vor den Häusern in den zwei, drei Straßen, die ich irgendwie gestalten werde, ab. Wie lange du dafür brauchst? Bestimmt einen Monat oder wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Dann schauen wir mal, wir begleiten Felix dabei und sind ganz gespannt, ob dieses Westerndorf wirklich ein kleines Meisterwerk wird. Ja, hier stehen wir jetzt an der Platte, die letztendlich hier gebaut wird, damit das dann hinterher später eingesetzt werden kann. Und ehrlich gesagt sieht es hier doch schon wieder ganz schön groß aus. Da hinten sah es noch ganz klein aus. Jetzt sehe ich sogar schon eher ein Problem, das Ganze mit Leben zu befüllen, weil so Westernhäuser sind ja nicht so riesengroß, das sind eher so ganz viele kleine Häuser. Hast du denn schon so eine Vorstellung? Also ich habe schon mal so ein paar Sachen rausrecherchiert, sage ich mal. Einfach nur mal, um zu gucken, wie so eine Kulisse aussieht. Die haben immer so ein Vorderdach darüber und du siehst, es ist meistens nur einen Meter nach hinten rein und dann ist es vorbei. Eigentlich ist nämlich alles geschummelt im Film. Man sieht immer nur die Vorderfront, aber es ist gar nicht ein richtiges Haus. Dann habe ich natürlich auch hier den legendären Bogen von Spiel mir das Lied vom Tod. Da dachte ich mir, der muss dabei sein, weil das ist so eine markante Geschichte. Da bin ich gespannt. Und wie teilst du es auf der Platte? Wie gesagt, hier ist die Anlagenkante. Hier steht man als Besucher. Dementsprechend muss natürlich in dem Blickfeld hier am meisten passieren. Ich habe mir gedacht, ungefähr, dass ich hier so eine Art Hauptstraße habe, dann hier so eine Ecke mit einer kleinen Straße und dann hier so auslaufend. Hier hat man so eine Art Zentrumsplatz, wo irgendwie eine Schießerei passieren kann, viele Leute rumstehen und sowas. Gibt es Häuser? Genau. Es gibt Häuser. Das heißt, du musst nicht alles selbst bauen? Ich muss nicht alles selbst bauen. Ich habe von Kibri welche gefunden. Dieses Western-Set. Genau. Es muss ja aussehen, als ob es nur eine Fassade ist, mit Stützstangen dran und solchen Geschichten. Das heißt, wenn die aus dem Fenster zum Beispiel gucken, dann müssen die Schauspieler ja oben stehen. Genau. Das heißt, es reicht also nicht nur eine Häuserwand zu nehmen. Es muss also irgendwo noch die Möglichkeit, Treppenhaus oder was weiß ich nicht, Leitern, die dahinter sind und so. Ihr müsst dazu wissen, Felix ist eigentlich gar nicht so prädestinierter Modellbauer. Er ist eigentlich Gipser bei uns und das auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, erst seit Mitte des Jahres. Genau. Wahnsinn in einer Geschwindigkeit, wie er sich hier ins Team so eingefuchst hat und so. Und dann ist das Knie kaputt gegangen, ne? Oder Fuß? Nee. Bänderriss. Bänderriss, ja. Genau. Und dann konnte er nicht mehr auf den Bergen kraxeln und hat ganz toll gesagt, nicht, ich lege mich zu Hause ins Bettchen, sondern gesagt, dann gib mir was anderes. Und dann hatte er sich ganz schnell das Westerndorf ausgesucht. Und deswegen ist es ganz neu für ihn. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, erstens, ob du es in einem Monat schaffst und wie es aussieht. Okay. Ich werde es dir zeigen. Bin gespannt. So, jetzt haben wir die kolorierten Rückseiten quasi und fangen wir an, jetzt irgendwie die Fassade vorne zu kolorieren. Das Haus ist ja jetzt so vom Bausatz her rot und den Farbton finde ich auch ganz gut, aber es muss natürlich ein bisschen älter aussehen und sandig nach einer Westernstadt. Und da habe ich hier so eine Lasur, die besteht einfach aus Wasser mit schwarzer Farbe und einem Schuss Braun drin. So, ich habe hier diese Lasurmischung und da schmeiße ich die jetzt einfach alle mal einmal rein. Schüttel das ein bisschen durch. Sollte das Ganze auch fertig sein. Jetzt schneide das weg. Klebe ich die ersten Teile schon fest. Okay, das war das letzte Stück.
Später kommt dann noch eine Leiter herangestellt und dann können hier oben die Schauspieler aus dem Fenster rausschießen oder sowas. Und ja, jetzt müssen wir noch gucken, dass das Holz dann noch auch ein bisschen verwitterter ist. Auf jeden Fall die Platten, die wir drauf geklebt haben. Und das machen wir natürlich wieder mit unserem bewährten Dreckswasser. Und dann haben wir unsere fertige Filmkulisse für einen Westernfilm. Okay, und wieder ein weiterer Tag hier mit dem Westerndorf. Diesmal habe ich mir überlegt, ich brauche so einen Leichenbestatter irgendwie. Ich habe mir mal so ein paar Fotos ausgedruckt. Und den werde ich heute jetzt mal bauen, beziehungsweise so in dieser Art. Und da habe ich schon so ein paar Figurenteile. Und die werde ich jetzt alles schön zerschneiden und wieder zusammenkleben und anmalen. So, da ihr alle mal so ungeduldig seid, beschleunigen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Sargträger und den Sarg und ja, der wird jetzt darauf gebappt. Ich baue jetzt aus sämtlich verschiedenen Vogelteilen, versuche ich jetzt irgendwie noch einen Geier zu bauen, der da auf dem Sarg sitzen kann. Aber weiß der Geier wie? Ach guck mal, das sieht richtig aus wie ein Geier jetzt. Kurz. Sag das doch mal, so überrascht. Ein Storch mit kurzen Beinen und abgeschnittenen Schnabel ist ein Geier. Dann setzen wir ihm noch so einen kleinen Federkranz um den Hals irgendwie. Und jetzt setzen wir unseren Freund hier oben drauf. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Geier. Da bohre ich jetzt ein Loch rein und dann kommt da Federstahl rein. Und jetzt kommt der hier noch zu dem anderen und die kreisen hier so. Okay, die Platte habe ich jetzt gesandet. Da habe ich einfach einen Farbton angemischt, der dem ganzen Sand irgendwie, den Sandton entspricht. Dann musste man den nass in nass quasi auftragen. Das heißt, ich tupfe immer ein bisschen mit dem Pinsel auf das Holz, streue dann Sand nach und arbeite mich dann immer so weiter irgendwie über die Platte rüber. Jetzt kommen da noch ein paar Gräber hin, damit unser Bestattungsunternehmer da auch seine Särge hintragen kann. Also, ich habe jetzt hier erstmal die Schilder mit so einem Lichtschutzspray besprüht. Das heißt, dass sie einfach eine längere Haltbarkeit haben, dass es über die Jahre hinweg nicht so ausbleicht, die Farbe. Da werde ich jetzt anfangen, die Schilder noch ein bisschen zu altern, weil die ja über die Jahre hinweg einfach verrotten. So, Felix, 3 oder 4 Wochen sind um. Fertig? Ja, 3,5. Nee, noch nicht. Ja, was hast du bis jetzt gemacht? Also, ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe natürlich erstmal, als ich die Platte bekommen habe, die gesandet, Farbe drauf gemacht. Musste erstmal gucken, wie sieht überhaupt so ein italienischer Wüstensand aus. Und, ja. Und das ist hier das Kulissentreppen-Toilettenhäuschen für die Schauspieler? Genau, das ist das Backstage-Klo. Und wer kommt da rein? Weiß ich nicht. Hast du eine Idee? Ein Esel? Finde ich gut. Finde ich gut. Ich finde, wir setzen einen echten Esel rein. Passt der da rein? Der gerade so auf dem Klo ist. Mhm. Oder vielleicht noch Zeitung liest oder sowas. Oder ja, ein das witziges ist super. Magazin. Das ist cool. Will ich nächstes Mal sehen, wenn ich wiederkomme. Ist das okay? Okay. Und hier sehe ich Lucky Luke. Genau. Habe ich mir gedacht, ist zwar kein Italiener, aber passt irgendwie dazu. Haben wir Druckknöpfe? Ja, es gibt verschiedene Druckknöpfe. Also, wir haben hier oben wahrscheinlich eine Schlägerei auf dem Dach zwischen irgendwelchen Cowboys. Und natürlich das Klischee. Als Druckknopf. Genau. Wie machst du das? Das macht Stefan. Das mache ich nicht, das macht Stefan. Aber habt ihr schon mal über gesprochen, wie ihr es hinkriegt? Genau, er hat da wieder irgendwas mit Magneten vor. Okay. Genau. Ja, ich habe munkeln hören, du willst irgendwie eine Filmszene aufbauen, irgendwie was? Genau. Hier kommen noch Häuser hin, die sind gerade bei den Elektrikern und hier ist quasi so das Zentrum des ganzen Geschehens irgendwie und am geilsten wäre halt hier irgendwie eine Schießerei und dabei wird es halt irgendwie gefilmt. Ne?
Okay. Genau. Das heißt, ich könnte die Figuren vielleicht beweglich machen? Ja, ich bin gerade dabei, ein bisschen Leben in die Westernstadt reinzubringen. Das heißt, ich versuche, zwei kleine Mini-Knopfdrücker zu integrieren, die man dann auslösen kann. Das eine wird eine Schießerei zwischen zwei Cowboys werden, also eher so ein Duell mit völlig unerwartetem Ausgang. Und das andere wird eine Rauferei, also sprich eine klassische Westernschlägerei auf dem Dach eines Hauses sein, wo halt auch einfach ein bisschen Bewegung entsteht. Ja, so eine kleine Figur beweglich zu machen, ist teilweise gar nicht so einfach, weil ich kriege keine Mechanik rein. Die einzige Chance, die ich habe, ist das Ganze mit ein bisschen Tricksen zum Bewegen zu kriegen. Und das Ganze mache ich ganz gerne mit Magneten. Sprich, ich habe hier einen kleinen Magneten im Arm drinne. Jetzt halte ich den großen Magneten in der Hand. Und wenn ich den hier unter vernünftig positioniere, kann ich ihn dazu bringen, seine Waffe zu ziehen. Später werde ich natürlich nicht so ein Magnet unter der Anlage drehen, das ist viel zu aufwendig. Da kommt dann eine ganz einfache Elektrospule drunter. Das ganze Ding sitzt dann da drauf und muss dann vom Computer nur noch in der richtigen Reihenfolge angesteuert werden. Also ja, wir haben hier noch Schießereien und etliche kleine andere Geschichten. Leute backstage, die sich langweilen, aber das zeige ich dir Hammer. Das nächste Mal. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Mhm. Super. Okay, gestern haben wir ja über Lucky Luke geredet. Heute werde ich den bauen. Ich habe mir mal im Internet einfach ein Foto von dem ausgedruckt bzw. eine Illustration, damit ich einfach ein bisschen weiß, was der anhat, Weste, Halstuch etc. Natürlich hat er auch so ein längliches Gesicht, da werde ich auch gucken, was ich machen kann, damit man ihn möglichst gut wiedererkennen kann. Jetzt muss ich hier irgendwie draußen eine Pistole bauen und da muss ich erst mal gucken, wie ich das mache. Kinn muss ich auch noch machen. Okay, jetzt kommt noch der letzte Schliff, und zwar die Glut an die Zigarette. Gut, dann können wir den jetzt direkt auf die Platte kleben. Für mich sieht es fast fertig aus, aber für dich wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee, es fehlt eigentlich noch recht viel. Also ich habe heute begrünt, die Häuser waren schon bei den Elektrikern. Was ist das für ein Kollege hier? Ach, das ist der Kameramann. Das ist der Kameramann, der von dem Roten hier leider abgeknallt wird. Und der wird. Auch? Genau. Die schießen beide. Das heißt, beide, sie haben beide so ein krummes Rohr? Genau. Okay, und was noch? Zwei Kneipenkämpfer quasi, die es irgendwie aufs Dach geschafft haben. Ja, in jedem zweiten Western. Genau, naja. Na ja. Und Figuren? Wenn ihr euch das mal anschaut, wie filigran diese beiden Figuren sind, wie lange hast du dafür gebraucht? Für beide bestimmt so 6-7 Stunden. Du, ich war auch zwischenzeitlich kurz vorm Verzweifeln, aber ich hab's hingekriegt. Also das sind die kleinen Details, die ihr euch wirklich anschauen müsst, weil das ist der Wahnsinn, der in so einem Stück hier drin steckt, dass unsere Modellbauer wirklich so verrückt sind und auch von mir nicht bremsbar sind. Wir sagen immer, man muss mal ein bisschen aufpassen, ne? Aber wenn man das sieht, vergiss es. Es ist diese 6 Stunden einfach wert, die es zu diesem Gesamtkunstwerk werden lassen. Ja, dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich muss ja noch meinen Esel machen, ne? Genau. Ich trenne ihn jetzt einfach mal sein Bäuchlein ab. Hup, weg ist er. Ich weiß nicht, wie das aussieht, Felix. Es kommt doch schon mal in die Richtung. Dass noch ein Esel ist, ich glaube, ich bilde hier gerade eine neue Rasse. So, Sekundenkleber. Wenn das im echten Leben doch auch so einfach wäre bei den Operationen, ne? Wobei, ich glaube, im echten Leben möchte das Ergebnis anders aussehen. Ich würde wegen Kunstfehler dauerverklagt werden. Guck mal, sieht aus wie ein kleiner. Ja. Oh ja, passt rein. Fast, aber so ein bisschen schräg, man sieht den Kopf nicht mehr und der Playboy muss auch noch dahin. Ehrlich gesagt würde ich mich nicht wundern, wenn es nicht dieser Esel wird, denn Felix, die Sau,
hat einen zweiten nebenbei gerade gebaut, während ich meinen gebaut habe. Und ich muss ehrlich gestehen, der sieht viel, viel besser aus. Zeig den mal. Also irre. In der gleichen Zeit, wie ich mich abgestammelt habe mit diesen zwei Schnitten, hast du so einen süßen Esel gebaut. Echt großartig. Also, meiner wird es dann doch nicht werden. Aber super. Ich bin gespannt, Felix, wie sich die nächsten Tage sich entwickelt. Und ich glaube, es wird wirklich ein kleines, großes Meisterwerk. Okay, mittlerweile sind wir bei Woche 6. Ich habe die Platte jetzt von den Elektrikern wiederbekommen. Das Gras ist durchgetrocknet und alles. Und ja, ich kann jetzt anfangen auszuschmücken und dann kann ich das mit Freddy auf die Anlage bringen. Also fast fertig oder ganz fertig? Nee, fertig. Wir können es rübersetzen. Und ist mein Esel drin oder ist es deiner geworden? Oh, ist deiner geworden, habe ich mir gedacht. Und ist meiner beerdigt oder wo ist er? Na, das ist deiner umfunktioniert. Also das heißt, ein Teil ist davon von mir gemacht worden? Genau. So will ich es haben. Das sind diplomatische Modellbauer, wa? So. Ist das bei dir auch? Cool. Yo. Hier ist nicht mal mehr ein Millimeter Platz. Hier ist es ehrlich gesagt ein echt tolles Fotomotiv, ne? Wenn man hier so durchguckt und so. Ja. Das ist schon echt stark. Und die Druckverfraktionen sind auch alle getestet, ne? Die sind alle getestet, alles funktioniert und ich sagte jetzt schon, hier werden die Kinder in Massen stehen und Knöpfe drücken. Ganz sicher. Ich freue mich drauf. Das wird richtig toll. Ich muss ehrlich sagen, ich bin völlig geplättet. Felix, du bist erst seit kurzem im Team, hast vorher nur in Anführungsstrichen gegipst und jetzt sozusagen das erste Mal so eine richtig Modellbauplatte dir vorgenommen. Ich war echt voller Respekt, als ich gedacht habe, du übernimmst das und willst es machen und warst voller Euphorie, dass du das schön machst. Ich wollte mal schauen, wie es wird. Mhm. Das hat mich umgehauen. Das sieht überhaupt nicht so aus, als wenn es dein erstes ist. Das hätte jeder andere Superprofi hier bei uns bauen können. Das ist Wahnsinn. Also in so kurzer Zeit auch, wie war es für dich? War es ein schwieriger Weg oder? Es war ein schwieriger Weg, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt richtig zufrieden zum Ende hin, aber der Weg war lang, sage ich mal. Also es war am Anfang schon, da habe ich sehr drauf losgearbeitet, mir nicht so viel Gedanken gemacht und zum Ende hin habe ich dann gemerkt, oh Gott, da kommen noch ganz viele kleine Details, ich muss noch alle Figuren umbauen, ich muss alles anmalen, begrünen und so und da bin ich dann schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Also ehrlich gesagt wäre es bei mir genau andersrum gewesen. Ich wäre am Anfang ins Schwitzen gekommen, wenn ich so eine leere Platte vor mir gehabt hätte. Mhm. Und dann sich vorstellen muss, sozusagen, was kommt wohin und welche Figuren setze ich wohin. Und dann, wenn es doch erstmal flutscht, und ich war ja auch ein paar Mal da, und ich habe gesehen, wie schnell es flutschte, da wäre ich ganz entspannt gewesen. Also bei mir wäre es andersrum gewesen. Was war das Schwerste? Ja, auf jeden Fall die Figuren, die Knopfdrücke einbauen und sowas. Und ja, diese kleinen Drähte von den ganzen Lampen und solche Geschichten. Würdest du was anders machen jetzt, wenn du es nochmal bauen würdest? Das weiß ich gar nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Also, ich glaube, das war's für heute. Ihr habt einen wunderbaren Eindruck bekommen von unserem Itello Westerndorf. Felix hat grandiose Arbeit geleistet. Ich freue mich auf deine neuen Projekte. Da könnt ihr gespannt sein. Wir werden natürlich jetzt schon die nächste Bella Italia-Folge vorbereiten und würden uns ganz doll freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.